Geneviève Lhermitte wurde am 16. November 1966 in Belgien geboren. Sie soll zwei jüngere Schwestern gehabt haben und sie studierte Französisch und Geschichte. Während ihres Studiums hatte sie ihren späteren Mann, der aus Marokko stammte, kennengelernt. Er studierte Mathematik und Physik, erwarb allerdings kein Diplom. Lhermitte wurde Lehrerin. Zwischen 1992 und 1999 gebar sie vier Töchter. Ihr Mann arbeitete bereits seit einer Weile für einen befreundeten Arzt, den er als Vaterfigur betrachtete. Dieser Arzt kaufte ein Haus und brachte dort seine Praxis unter. Im selben Gebäude lebte dann auch die Familie Lhermitte. Es kam zu Spannungen zwischen dem Ehepaar. Er besuchte sehr häufig seine Familie in Marokko und trieb sich in Bars und in einem Spa rum. 2003 gebar sie das fünfte Kind, einen Sohn. Ab dem Jahr 2005 besuchte sie auf Anraten des befreundeten Arztes einen Psychiater. Am 28. Februar 2007 soll sie plötzlich eine Stimme gehört haben, die ihr sagte, dass die Maschine laufe. Sie schrieb Briefe an ihre Schwestern und an eine Freundin, in denen beschuldigte sie den Arzt, ihre Beziehung zu ihrem Mann zu zerstören. Sie ging in ein Geschäft und stahl dort zwei Küchenmesser. Wieder zu Hause rief sie ihre jüngste Tochter zu sich und versuchte sie zu erwürgen. Da sich das Kind wehrte, schnitt sie ihr schließlich die Kehle durch. Während das Mädchen starb, soll Lhermitte auf ihre Tochter eingeredet haben, um sie zu beruhigen, und bat sie um Verzeihung. Als nächstes starb ihr Sohn. Sie lockte ihre Kinder eines nach dem anderen in ihren Tod. Die älteste Tochter kämpfte am heftigsten. Sie wich mehreren Messerstichen durch Abtauchen aus, konnte sich aber nach mehreren Stichen nicht mehr wehren und auch ihr wurde die Kehle durchtrennt. Lhermitte warf sich anschließend selbst auf das Messer, um sich zu töten. Doch ihr wurde klar, dass die Wunde nicht tödlich war, also benachrichtigte sie einen Rettungsdienst. Vier der Kinder fand man in ihren Betten, Stofftiere in den leblosen Armen. Vor Gericht zeigte sie sich voll Reue und auch ein Psychiater stellte fest, dass sie nicht klaren Verstandes die Taten begangen habe. Sie solle in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht werden, nicht in einem Gefängnis. Dennoch verurteilte man sie zu lebenslanger Haft. Ihr Ex-Mann ist unter anderem durch die Gerichtskosten nahezu ruiniert. Er hat später erneut geheiratet und ist wieder Vater einer Tochter geworden. Lhermitte versuchte erfolglos, ihren Psychiater zu verklagen. Sie verbleibt in Haft.